Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk. Aus 45 Studierendenteams von der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2019 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung von den talentiertesten Nachwuchskräften für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. 650 geladene Gäste und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben in der Tonhalle St. Gallen an der Celebration teilgenommen. Die Preisverleihung vom WTT Young Leader Award 2019. Ausgezeichnet werden die besten Praxisprojekte der Fachhochschule St. Gallen. Der erste Hauptpreis vom Abend ist in der Kategorie Marktforschung vergeben worden. Der Winner, Team St. Galler Kantonalbank! Das Praxisprojektteam der FHS hat im Auftrag der St. Galler Kantonalbank erforscht, wie ihre Kunden würden reagieren, falls in der Schweiz die Besteuerung vom Eigenmietwert abgeschafft wird. Die Studierenden konnten Tools entwickeln, die dem Auftraggeber einen wichtigen Mehrwert bringen. Gratulation, St. Galler Kantonalbank! Viele Emotionen waren dabei, Nervosität natürlich auch. Aber ein einmaliges Erlebnis als Student, so etwas zu erleben, und wird uns sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben. Wir wissen jetzt genau, was unsere Kunden wollen. Wir können uns so optimal auf den Systemwechsel von der Eigenmietwertabschaffung vorbereiten. Es ist ein wunderschönes Erlebnis. Es ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich auf der Bühne stehe vom WTT Young Leader Award. Und mit so einem tollen Team, das so einen super Spirit hatte, macht es umso mehr Freude. Es ist nicht lang gegangen, bis auch der Gewinner in der zweiten Kategorie festgestanden ist. WTT Young Leader Awards 2019 Management Konzeption. Team für Braunwalder! Das Praxisprojektteam der FHS hat für den Holzbauzulieferer Fehr Braunwalder AG einen Eintritt in den deutschen Markt mit einem Online-Shop abgeklärt. Dank ihrer Arbeit hat sich herausgestellt, dass ein Markteintritt nur mit einer persönlichen Präsenz Sinn macht. Ich glaube, bei uns wirklich speziell war, dass wir dann ziemlich von Anfang an die Ausgangslage eigentlich neu schaffen konnten. Dadurch, dass wir eine Umfrage gemacht haben mit potenziellen Kunden. Und wir konnten das dann aber sehr gut adaptieren und dementsprechend all unsere Konzeption auch anpassen. Von Süddeutschland die Kunden sind ganz ähnlich wie natürlich unsere Schweizer Kunden. Die gleichen Bedürfnisse und sind sehr traditionell auch, aber sehr innovativ. Da freut uns natürlich, dass wir so gute Erkenntnisse haben und da werden wir eins zu eins können viel umsetzen von dieser Arbeit. Dass mein Team, das ich jetzt über die letzten Monate gecoacht habe und mit denen ich da auch einiges durchgemacht habe, jetzt den ersten Platz erreicht hat, das freut mich natürlich ganz besonders und macht mich auch stolz. Praxisprojekte, die die Studierenden gerade vor Ort mit Auftraggebern aus der Wirtschaft umsetzen können, sind für die Fachhochschule St. Gallen fundamental. Schlussendlich müssen wir Leute ausbilden, die nachher einen Job annehmen im Management, in der Wirtschaft draussen, einerseits. Und auf der anderen Seite ist die Wirtschaft in einer extremen Entwicklung, wo wieder Wissen zurückfließt an die Schule, wo wir wieder aufnehmen und nachher in den Lehrbetrieb überbringen. Erfolg motiviert. Und wenn man natürlich so weit gekommen ist, mit viel Schweiß, mit viel Arbeit, mit viel Einsatz, so weit gekommen ist, auf der Bühne zu stehen, dass natürlich diejenigen, die mit Recht auch mit stolz geschwellter Brust dastehen dürfen, selbstbewusst, aber auch dennoch, und so nehme ich die Studierenden wahr, auch dennoch bescheiden bleiben. Es ist ganz wichtig für Nachwuchsförderung. Und wenn man die jungen Menschen auf dieser Bühne gesehen hat, mit dieser Freude, wie sie gestrahlt haben und auch mit welcher Intensität sie berichtet haben, wie sie die Projekte angepackt haben, miteinander erarbeitet, in vielen, vielen Stunden, weit über eigentlich da, was sie hätten müssen machen, dann bin ich vollumfänglich überzeugt, dass dafür die Motivation und eben die Ausstrahlung ganz, ganz wichtig ist. Der WTT Young Leader Award ist auch für die Wirtschaft interessant. Die beteiligten Unternehmen investieren in die eigene Zukunft. Die Fachhochschule St. Gallen prägt ein Studierendensystem, das eine sehr, sehr, sehr hohe Praxisnähe beinhaltet.
Und das ist für uns als Unternehmen in der Region natürlich eine einmalige Chance, Studierende mit ihnen in Kontakt zu bleiben, zu sehen, was läuft und natürlich Talente früh zu erkennen. Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Bauwerk Parkett AG, Bühler AG und der Solenthaler Recycling AG.